Meditation von Thich Nhat Hanh und der Gemeinschaft von Plum Village. Achtsamkeit mit Kindern. Ich bin frei. Die Kieselstein-Meditation. Einatmend sehe ich mich selbst als Blume. Ausatmend fühle ich mich frisch. Einatmend sehe ich mich selbst als Berg. Ausatmend fühle ich mich fest. Einatmend sehe ich mich selbst als stilles Wasser. Ausatmend spiegle ich die Dinge, wie sie sind. Einatmend sehe ich mich selbst als Raum. Ausatmend fühle ich mich frei. Ihr könnt die Kieselstein-Meditation am Fuße eines Baumes, im Wohnzimmer oder wo immer ihr einen ruhigen Platz findet, durchführen. Ihr braucht dazu eine kleine Glocke. Wählt jemanden, der die Kieselstein-Meditation leiten soll. Dieser sollte wissen, wie er die Glocke einlädt, damit sie erklingt. Jeder von euch kann sich 4 Kieselsteine suchen. Vielleicht macht ihr euch ein kleines Täschchen, um sie darin aufzubewahren. Mit euren Freundinnen und Freunden oder eurer Familie könnt ihr euch für eine Sitzmeditation zusammentun. Seid ihr nur unter Kindern, mögt ihr vielleicht 1 oder 2 Erwachsene einladen, die bei der Kieselstein-Meditation mit dabei sind. Setzt euch in einen Kreis und stellt eine Blume in die Mitte. Nachdem ihr euch vor der Blume verbeugt habt, setzt ihr euch in einer für euch bequemen Haltung hin. Legt die 4 Kieselsteine an eure linke Seite. Nehmt nun den ersten Stein, betrachtet ihn und legt ihn dann in eure Handfläche. Ihr könnt diese Hand in die Handfläche der anderen legen und dort ruhen lassen. Der erste Stein steht für eine Blume. Einatmend sehe ich mich selbst als Blume. Ausatmend fühle ich mich frisch. Blume. Frisch. Atmet 3-mal und sprecht Blume bei jedem Einatmen und frisch bei jedem Ausatmen. Ihr seht euch in diesem Moment wirklich als Blume. Es ist nichts bloß Ausgedachtes. Während ihr einatmet, seht ihr euch als frische, schöne Blume. Wir alle sind eine Art Blume im Garten der Menschheit. Jeder von uns ist eine Blume. Als Menschen können wir sehr frisch und schön sein. Jeder von uns hat diese Blumenhaftigkeit, die uns frisch, hübsch, angenehm und liebenswert macht. Mit dieser Frische und Schönheit haben wir anderen Menschen und der Welt viel zu geben. Wenn ich ein Kind betrachte, sehe ich es immer als eine Blume. Sein Gesicht ist wirklich eine Blume. Seine Augen sind eine Blume, ebenso seine Hände und seine kleinen Füße. Spielt ein Kind, so spielt tatsächlich eine Blume. Die Blume ist schön, wenn das Kind wach ist, aber genauso schön ist sie, wenn es schläft. Wir können sehen, dass alle Kinder Blumen sind, und wir möchten so gern, dass sie dies das ganze Leben lang bleiben. Die Meditation kann uns helfen, unsere Frische, unsere Blumenhaftigkeit zu bewahren. Erwachsene haben sie vielfach verloren. Sie haben so viel geweint und gelitten. Wenn ein Mensch wütend, ärgerlich und gemein ist, dann ist er überhaupt nicht frisch und vorzeigbar. Eine Möglichkeit, unsere Frische wiederherzustellen, ist sie zu üben. Einatmend sehe ich mich selbst als Blume. Das stelle ich mir nicht einfach nur vor.
Ich war ursprünglich eine Blume und der Samen der Blumenhaftigkeit ist immer noch in mir. Ich wurde als Blume geboren und ich möchte mein Leben lang eine Blume bleiben. Ich bin jetzt alt, doch ich tue mein Möglichstes, um frisch zu bleiben. Viele Kinder sitzen gern in meiner Nähe, da ich weiß, wie meine Frische, meine Blumenhaftigkeit wahren kann. Während der 4 oder 5 Sekunden eures Ein- und Ausatmens könnt ihr eine Menge tun für eure Blumenhaftigkeit, durch euer Atmen, Lächeln und Entspannen. Lächeln ist etwas sehr Einfaches. Es kostet nicht viel Zeit und in nur 1 oder 2 Sekunden könnt ihr hunderte von Muskeln in eurem Gesicht entspannen. Wodurch wisst ihr, ob eure Meditation erfolgreich war oder nicht? Ihr seid erfolgreich, wenn ihr euch dabei als Blume sehen könnt und frisch fühlt. Das ist die Übung mit dem ersten Stein. Legt ihn dann rechts neben euch. Nehmt nun den zweiten Stein. Er steht für Berg. Einatmend sehe ich mich selbst als Berg. Ausatmend fühle ich mich fest. Berg, fest. Sagt dies zu euch, während ihr 3-mal ein- und ausatmet. Ob ihr es glaubt oder nicht, in jedem von euch gibt es einen Berg. Ihr sitzt in einer stabilen Haltung mit einem aufrechten, aber entspannten Rücken und fühlt euch ganz stabil und fest. Die beste Haltung dafür ist der volle oder halbe Lotussitz. Beim vollen Lotussitz sind eure Beine so verschränkt, dass beide Füße auf den Oberschenkeln des jeweils anderen Beines liegen. Beim halben Lotussitz liegt ein Fuß auf dem Oberschenkel des anderen Beines, der andere auf dem Boden. Selbst wenn euch dann jemand anstößt oder provoziert, bleibt ihr fest. Und werdet nicht von eurer Wut, eurer Angst, euren Sorgen oder eurer Verzweiflung davongetragen. Ihr bleibt einfach ganz ruhig und niemand kann euch mehr Angst einjagen. Das ist sehr wichtig für unser Glück. Sind wir stabil und fest, können wir glücklich sein und andere können sich auf uns verlassen. Jemand, der das nicht ist, kann kein glücklicher Mensch sein. Legt jetzt auch diesen Stein an eure rechte Seite. Der dritte Stein steht für stilles Wasser. Einatmend sehe ich mich selbst als stilles Wasser. Ausatmend spiegle ich die Dinge, wie sie sind. Stilles Wasser, spiegeln. Ist die Oberfläche eines Sees ganz ruhig, kann man Berge, Wolken und Bäume ganz deutlich erkennen. Ihr könnt den See fotografieren und es ist so, als hättet ihr den Himmel, die Bäume und Berge aufgenommen. Seid ihr ruhig? Seid ihr still? Seht ihr die Dinge, wie sie wirklich sind? Ihr verfälscht nichts und werdet auch nicht Opfer falscher Wahrnehmungen. Was Angst, Wut und Verzweiflung mit sich bringen kann. Seid ihr nicht ruhig, dann nehmt ihr die Dinge oft falsch wahr und seid durcheinander. Ihr missversteht andere und auch euch selbst. Ihr macht viele Fehler und schafft so viel Leid für euch und andere. Seid ihr ruhig und friedvoll, wird eure Wahrnehmung richtiger sein. Mit dem dritten Stein kümmern wir uns um Stille und Ruhe. Jeder Mensch sollte über genügend Ruhe, Gelassenheit und Stille verfügen, um wirklich glücklich zu sein. Und dafür brauchen wir den dritten Stein, stilles Wasser. Tagtäglich sollten wir üben, stilles Wasser spiegeln, um Körper und Geist zu beruhigen. Legt nun den dritten Stein auf eure rechte Seite. Der vierte Stein steht für Raum und Freiheit. Einatmend
sehe ich mich selbst als Raum. Ausatmend fühle ich mich frei. Raum, frei. Raum ist Freiheit und Freiheit ist die Grundlage für wahres Glücklichsein. Ohne Freiheit ist unser Glück nicht vollständig. Doch was bedeutet Freiheit? Freiheit wovon? Freiheit von Angst, von Wut, von Sorgen? Der Buddha ist vollkommen frei. Von daher ist er auch so glücklich. Beim Einatmen vergrößern wir unseren Raum. Beim Ausatmen vergrößern wir den Raum bei denen, die wir lieben. Wir alle brauchen Raum in uns und um uns herum, um glücklich zu sein. Von daher ist es so wichtig, dass ihr wisst, wie ihr euch selbst als Raum sehen und erleben könnt. Das war die letzte Übung. Legt den vierten Stein wieder rechts neben euch.